Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Wir schauen uns heute das Sojafeld an, wie es sich nach der Direktsaat entwickelt. Erdgeflüster. Vor genau 20 Tagen wurde die Soja hier in Direktsaat gesät, direkt in den Lebendmulch hinein. Und es ist sehr spannend, wie sich die Kultur entwickelt. Etwas ist passiert, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Und zwar die Rübsen waren schon reif und haben sich ausgesät. Und das könnte zu einem echten Problem werden. Die Sojapflanze ist wunderschön oder sind wunderschön herausgekommen. Sie haben auch ein sehr schönes, sattes Grün. Das heißt, denen geht es wirklich gut. Aber daneben sieht man überall, dass die Rübse gekeimt hat. Und nachdem die Pflanze relativ groß wird, habe ich ein bisschen Sorge, dass die Soja überwuchern kann. Der Roggen, der teilweise aufgestanden ist, stört überhaupt nicht. Der wird locker leichte Beschattung liefern, also ist eher positiv. Das Reigras, was zwischendurch immer wieder aufgeht, ist auch kein Problem, weil Soja ist eine Leguminose, die bringt von der Luft den Stickstoff in den Boden und Gräser und Leguminosen fördern sich eher gegenseitig. Also solange es nicht zu viel ist, würde ich da kein Problem sehen. Also wirklich das einzige Problem, die Rübse, da wissen wir noch nicht wirklich, was wir dagegen tun sollen. Wir haben jetzt den 29. Juni, also genau 4 Wochen nach der Saat. Der Bestand sieht etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber wenn man genauer hinsieht, haben wir eigentlich nur ein kleines Problem, nämlich dass der Raps bzw. die Rübsen aufgelaufen sind. Und die könnten über die Soja drüber wachsen. Darum haben wir nach Absprache mit einigen Experten entschlossen, doch eine Herbizidanwendung durchzuführen. Das heißt, wir spritzen heute Focus und Pulsar, damit der Bestand wirklich erntefähig wird und entsprechende Erträge erzielt werden. Wir sind nun in der 8. Woche und wie ihr sehen könnt, sieht der Bestand der Sojabohne eigentlich wunderbar aus. Der Roggen, der dazwischen noch aufgestanden ist, stört überhaupt nicht mehr, der ist eigentlich erst abgereift und die Sojabohne kann links und rechts davon wunderbar davonwachsen. Die Unkrautbehandlung hat dem Bestand gut getan, also es ist wirklich weitgehend sauber. Man sieht da hinten ein bisschen noch Spuren von Unkraut, aber das stört den Bestand wirklich nicht. Eines ist wichtig, bei der Direktsaat bleibt eine geschlossene Mulchdecke. Und das schauen wir jetzt uns ein bisschen genauer an. Wenn man das Stroh unter der Soja ein bisschen weggibt, dann sieht man, dass die Erde unten eigentlich wirklich fein krümelig ist und vor allem, sie ist noch relativ feucht. Man muss bedenken, wir haben jetzt seit einigen Wochen keinen Regen gehabt und die Erde ist noch immer feucht. Das heißt, diese geschlossene Mulchdecke unter der Sojabohne hilft einfach der Bodenbiologie, dass sie aktiv bleiben kann, dass sie die Pflanze gut mit Nährstoffen und Mineralstoffen versorgen kann und vor allem, dass im Boden Humus angereichert wird. Durch diese Bewirtschaftung wird also der Boden von Jahr zu Jahr noch fruchtbarer. Ich habe jetzt eine Pflanze ausgegraben und man sieht, dass die Pflanze wirklich sehr gut angesetzt hat. Wir erwarten also wirklich einen einigermaßen normalen Ertrag. Die Mulchauflage stört nicht. Man sieht, die Schoten sind zwar sehr weit unten angesetzt, aber wir werden mit dem Erntetisch wirklich ganz bis zum Boden runterfahren können, weil das Roggenstroh wirklich sehr eng auf den Boden niedergewalzt worden ist. Die Pflanze steht auch wirklich in einem sehr schönen, saftigen Grün da, also wirklich ein optimaler Pflanzenbestand. Beim Freilegen der Wurzeln sieht man dann auch, warum der Bestand so gut dasteht, weil sich sehr intensiv die Knöllchenbakterien angesiedelt haben, die ja dafür bekanntlichermaßen verantwortlich sind, dass aus der Luft der Stickstoff in den Boden gebunden werden kann. Also ich bin mit diesem Bestand rundum zufrieden und wie gesagt, wir erwarten wirklich einen einigermaßen guten Ertrag. Wir haben jetzt Ende August und wirklich einen wunderschönen Bestand an Sojapflanzen. Sie sind nicht extrem hoch, nur etwa 60, 70 cm. Der Grund dafür, wir hatten einen extrem trockenen Sommer, also seit der Saat maximal 25 bis 30 mm Niederschlag, so wenig. Und darum sind sie etwas kürzer geblieben. Der Fruchtansatz ist aber sehr gut, also ich bin sehr gespannt auf die Erträge. Eines muss man schon dazu sagen. Wenn wir hier keine Herbizidanwendung gemacht hätten, würde es ganz anders aussehen. Da hinten haben wir einen Streifen übrig gelassen
ohne Herbizid. Und hier ist uns die Hirse durchgegangen, interessanterweise. Also nicht die Rübsen, wie befürchtet, sondern die Hirse. Das ist natürlich auch der Trockenheit geschuldet. Also ohne Spritzung hätten wir einen deutlich niedrigeren Ertrag als so hier mit der Herbizidspritzung. Aber das Wesentliche, der Boden wurde bei dieser Methode gleichzeitig verbessert. Und das sieht man jetzt sehr schön an dieser krümeligen Struktur. Wir hatten einfach 15, wir hatten gestern 15 mm Regen und der Boden ist wunderbar krümelig und feucht. Das heißt, jeder Tropfen Wasser wird bei dieser Methode aufgesaugt vom Boden, festgehalten, es verdunstet nichts, es wird jeder Tropfen Wasser wirklich genutzt. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Also zusammenfassend kann man sagen, dass dieser Direktsaatversuch fast perfekt funktioniert hätte. Das Einzige, was wir verändern werden, wir werden die Vorkultur, die Gründüngungsmischung etwas verändern. Unser Ziel ist es ja, dass wir völlig ohne Herbizide auskommen. Das heißt nur mehr säen und ernten. Dazwischen kein Arbeitsgang und gleichzeitig den Boden fruchtbarer machen. Das ist unser Ziel. Beinahe wäre es gelungen, aber zumindest haben wir einen wunderschönen Bestand und vermutlich eine tolle Ernte. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.